Heute mache ich endlich mal wieder einen Tag und zwar hat mich die Jasmin von Madame Tamtam für den Fall Favorites Tag getaggt und da geht es um alle möglichen Fragen, die sich rund um den Herbst drehen. Und die erste Frage lautet, was ist deine liebste Duftkerze? Und da habe ich momentan eine, die eigentlich aus einer Winterkollektion stammt, also aus der diesjährigen Winterkollektion von Diptyque und zwar die Liquid Dambar. Dambar Kerze, ja genau. Und die riecht echt wirklich schon sehr winterlich, aber so super schön gemütlich, also sehr warm und holzig mit so ein bisschen Zimt irgendwie und Muskatnuss-Aromen. Und ich finde, die passt halt einfach sehr gut in diese Zeit. Und wie ihr seht, wurde die Kerze eigentlich noch kein einziges Mal angemacht. Das liegt daran, dass sie so in diesem Zustand schon sehr, sehr viel Duft versprüht. Und wir haben die im Wohnzimmer auf dem Fensterbrett stehen und unsere Fenster sind nicht so super gut isoliert, das heißt, es kommt immer so ein leichter Luftzug nach innen und dadurch wird der Duft einfach noch besser verteilt. Und wir haben halt auch gemerkt, wir haben die erstmal so hingestellt und haben gedacht, oh mein Gott, der ganze Raum riecht schon nach dieser Kerze, ohne dass sie überhaupt irgendwie mal angemacht wurde. Sehr, sehr gut und dann kann man die auch sehr sparsam verwenden. Das ist auch die kleine Miniaturgröße von Diptyque. Und zu der Winterkollektion von Diptyque gehören eigentlich noch zwei andere Kerzen und die klingen auch super gut. Die eine so nach Weihrauch. Und die andere Richtung Tanne, also beides Düfte, die ich mir auch sehr gut in diese Zeit vorstellen könnte. Und noch ein anderer Tipp, den ich zum Thema Duftkerzen allgemein habe, stellt unbedingt eine im Badezimmer auf, weil wir haben auch eine da stehen und die riecht auch relativ stark, ohne dass man die angezündet hat. Und das ist einfach super gut, weil so muss man irgendwie nie wirklich aktiv was versprühen oder so und man kommt ins Badezimmer rein und es riecht schon super angenehm. Ja, das war so als Tipp nebenbei. Die nächste Frage lautet, welches ist dein liebstes Lippenprodukt? Und da würde ich grundsätzlich eine Lippenpflege nennen, weil das zum einen eh essentiell ist im Herbst und Winter. Und im Herbst und Winter trage ich sehr, sehr oft einen Schal. Und da ist es manchmal nicht so praktisch, wenn man einen farbigen Lippenstift trägt, weil man dann eventuell was verschmieren könnte. Und in Sachen Lippenpflegeprodukten ist mein absoluter Favorit von NYX der Rêve de Miel Lippenbalsam. Weil ich habe echt viele Lippenprodukte ausprobiert und das ist irgendwie der einzige, der wirklich einen pflegenden Effekt erzielt, beziehungsweise langanhaltend ein gutes Gefühl auf den Lippen macht, weil der wirklich sehr lange noch spürbar ist auf den Lippen und die geschmeidig macht. Weil viele andere Lippenpflegeprodukte, die auch vor allem sehr ja, so ölig sind, die sind irgendwie, man macht die drauf und dann 5 Minuten später ist das Produkt wieder weg und man hat eher das Gefühl, dass die Lippen noch trockener sind als vorher. Das ist bei dem nicht der Fall. Also alle, die dieses Produkt auch mal ausprobiert haben, werden bestimmt zustimmen. Und alle, die es noch nicht ausprobiert haben, sollten es ausprobieren. Ach ja, die Verpackung ist jetzt nicht so, so praktisch, weil die halt in so einem Pöttchen daherkommt. Aber wenn ich mich nicht irre, kommt dieser Lippenbalsam auch in so Stiftform daher. Nächste Frage, was ist dein Lieblingsgetränk im Herbst? Und das ist bei mir definitiv ein Tee. Und aktuell ist es ein Kräutertee von Caudalie. Den haben wir vor einiger Zeit schon in einem Pressepaket bekommen. Und ja, das ist ein super Tee, der einfach sehr gut in die aktuelle Wetterlage hineinpasst. Und ich lese euch einfach mal den Inhalt vor. Und zwar eine Mischung aus rotem Weinlaub, Cassis, Blaubeere, Schale aus sanfter Orange und Zimt. Und ja, ein super Tee für den Herbst und Winter. Schmeckt sehr gut. Und eigentlich ist es ein Tee aus dem Figurpflegeprogramm. Ich weiß aber nicht, inwiefern das irgendwie irgendwas beeinflussen kann. Auf jeden Fall finde ich den sehr wohltuend und schmackhaft und ich hoffe, den gibt es auch einzeln zu kaufen. Muss ich nochmal nachforschen, aber jedenfalls ist das mein aktueller Lieblingstee. Die nächste Frage lautet, was ist dein Lieblingsrouge? Und mein Lieblingsrouge stammt zur Abwechslung mal wirklich aus einer Herbstkollektion und zwar der diesjährigen Herbstkollektion von Chanel und das ist wirklich die ultimative Herbstfarbe. Also das klingt super klischeehaft, aber es ist halt wirklich so eine Farbe, wie man sich vorstellt, wenn man draußen einen kalten Herbstspaziergang gemacht hat und die Wangen leicht gerötet sind und man dann abends nach Hause kommt. Und da ich einfach nie rot werde, außer wenn ich Sport mache oder mich schäme, ist das ein ultimatives Produkt für mich. Und die Farbe, wie gesagt, ist super schön, sehr herbstlich. Es ist halt so ein Kaminrot mit so ein bisschen, so mit so Goldreflexen und sehr, sehr warm und irgendwie hölzern und ja, einfach Herbstfarbe all over. Die Farbe habe ich heute auch aufgetragen. Ich hoffe, die kommt halbwegs naturgetreu rüber. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie fettig heute. Jedenfalls ist das ein super Herbstprodukt und eine super schöne Herbstfarbe.
Die nächste Frage lautet, was ist deine liebste Herzklamotte? Und ich weiß nicht, ob ich die Frage zu 100% richtig beantworte, wenn ich sage, dass meine liebste Herzklamotte ein Schal ist. Und zwar der Kanada-Schal von Akne. Und das ist einfach mein liebster Schal, weil er so super warm hält und die perfekte Größe hat. Also es ist ein Schal, der nicht gerade günstig ist, aber für 100% Lammwolle, die wirklich gut wärmt, ohne zu jucken oder zu kratzen, ist das ein guter Deal, finde ich. Also wenn man den einen hat, braucht man keine anderen mehr. Und ja, auf jeden Fall meine liebste Herbstklamotte, weil ich den potenziell wirklich jeden Tag trage, gerade im Herbst, wenn man irgendwie ein bisschen schichten will, vielleicht keine dicke Jacke anzieht, sondern eher mehrere Lagen und dann halt den Schal, dann ist es auf jeden Fall super praktisch und ein ultimativer Herbstbegleiter. Als nächstes wird nach dem Lieblingsfilm gefragt und da Jasmin schon den Harry Potter Marathon genannt hat, würde ich jetzt dezent den Herr der Ringe Marathon nennen, weil da bin ich auch ein absoluter Freak. Eigentlich könnte ich Herr der Ringe das ganze Jahr übersehen und einen Marathon machen, alle paar Monate. Aber ich würde sagen, diese Filmreihe für den Herbst und Winter ist einfach ideal und voll mein Ding. Gibt einfach ein schönes innerliches Gefühl irgendwie und schaue ich mir einfach gerne an. Vielleicht muss ich mich bei Herr der Ringe für einen Film entscheiden, damit es nicht zu sehr geschummelt ist. Und da würde ich sagen, mein liebster Teil ist der zweite. Lieblingsserie, und da würde ich jetzt einfach die nennen, die ich aktuell gucke und jede Woche auf eine neue Folge warte. Und zwar ist es einmal Grey's Anatomy, Vampire Diaries und The Walking Dead. Und zwar alle drei zusammen, weil jede Serie ganz anders ist. Also bei Grey's Anatomy kann man eigentlich sicher sein, dass man in jeder Folge irgendeinen Moment hat, wo man heulen muss. Bei Vampire Diaries ist einfach die Story immer überraschend, finde ich. Also man kann eigentlich, wenn man einmal angefangen hat, nicht aufhören zu gucken, finde ich. Weil es passiert immer irgendwas. Ich finde es auch lustig und actionreich und ja, einfach schön. Und The Walking Dead ist einfach eine Herzinfarkt-Serie. Also ich bin danach immer nach jeder Folge so mega angestrengt und muss erstmal wieder runterkommen und am besten irgendwie, ja, vielleicht Vampire Diaries gucken danach. Aber ja, das sind meine drei aktuellen Lieblingsserien, vielleicht sogar auf all times und die ich halt aktuell gucke. Lieblingsspeise im Herbst, da würde ich sagen, alles Mögliche, was aus dem Ofen kommt. Ich finde, das passt immer mega gut in den Herbst und ist auch irgendwie sehr, sehr einfach zu machen. Also man muss nur klein schnippeln und dann eigentlich pretty much nur in den Ofen schmeißen. Aber was sehr, sehr einfach ist und immer geht, gerade abends so, wenn man doch irgendwie nochmal Hunger hat, sind Trüffelöl-Pommes. Und das haben Daisy und ich in letzter Zeit ziemlich oft gemacht. Und zwar sind es einfach Pommes. Ich finde die von der Kaufland-Eigenmarke, die ganz dünnen, schon super gut, wenn man die lang genug in den Ofen lässt. Werden die super schön knackig und braun. Nur mal so. Und dann beträufelt man die Pommes einfach mit Trüffelöl. Und da kann man natürlich echtes Trüffelöl nehmen oder wenn man es auch vor allem erst ausprobieren möchte oder mega verschwenderisch damit umgeht, kann man auch gewürztes Pflanzenöl mit Trüffelaroma nehmen. Finde ich, schmeckt eigentlich genauso. Also ich habe schon öfter richtiges Trüffelöl in Speisen gehabt und eben auch das. Und es nimmt sich nicht so viel, finde ich, um ehrlich zu sein. Und das kostet nur ein paar Euro. Ja, also Pommes mit Trüffelöl macht aus einem standardmäßigen Gericht was irgendwie ein bisschen mehr Fancyes und schmeckt einfach lecker. Die letzte Frage lautet, was ist dein Lieblings-Halloween-Kostüm? Und Halloween ist ja jetzt vorbei und ich habe mich dieses Jahr nicht zu Halloween verkleidet. Aber ich hätte jetzt schon eine Idee, als was ich mich in den nächsten Jahren vielleicht irgendwann mal verkleiden würde. Und zwar habe ich da vor ein paar Wochen auf Instagram so ein Bild gesehen von einem Typen, der so ein bisschen so eine Plauze hat und in einem Avocado-Kostüm steckt. Also eine mega simple, aber richtig geile Idee, finde ich. Und ja, das kann man zum Beispiel auch gut machen, wenn man schwanger ist und sich verkleiden möchte und den Bauch einfach braun anmalt und das ist seine Kern. Und ich habe gesehen, dass letztes Halloween-Wochenende Army von Song of Style als Avocado gegangen ist zu Halloween und ihr Freund, der Mexikaner ist, wenn ich mich nicht irre, also ihr Kumpel, als Salsa-Soße gegangen ist, also richtig mit Sombrero und auch so ein Schild, also so, ich glaube, ein Typ von einer richtigen Salsa-Soßen-Marke. Mega das gute Partnerkostüm, muss ich eigentlich unbedingt mal nachmachen. Oder sie haben auf der Party auch einen Taco gefunden, also kann man das auch so zusammen kombinieren. Mega gut, muss ich unbedingt echt nachmachen. Also das ist so, wenn ich jetzt nennen müsste, wäre das mein aktuelles Lieblings-Halloween-Kostüm. Ist jetzt kein gruseliges oder so, aber ich finde, das ist eigentlich nicht unbedingt notwendig zu Halloween. Es geht halt doch
eigentlich im Grunde ums Verkleiden. Ja, und das war's mit dem Tag. Also mir hat der Tag echt mega Spaß gemacht. Jetzt vor allem die letzte Frage hat mich so mega aufgeheitert. Und dann tagge ich noch andere Leute, die diesen Tag auch machen sollten, wenn sie denn Lust haben. Und zwar wären das zum einen Laura und Olympia. Und die Kanäle verlinke ich euch in der Infobox. Und von euch möchte ich wissen, was wären denn eure liebsten Ofengerichte? Da brauche ich noch so ein bisschen Inspiration. Und dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!